Heidiho miteinander. Ich war die Tage mal wieder auf YouTube etwas unterwegs und habe von ein paar anderen YouTubern gesehen, dass sie jetzt hier diesen schönen roten oder schwarzen China-Phasenhobel vermarkten wollen. So, drücken wir es mal so rum aus. Oder Werbung für machen. Oder präsentieren oder zeigen oder was man da auch immer so zu sagen möchte. Und da kam ich ganz einfach auf die Idee, komm, den kann ich selber bauen. Schön aus Holz. Sieht auch viel, viel schöner aus. Dann bin ich wild bei mir durch die Werkstatt gelaufen und habe mir überlegt, was ich als Hobelmesser benutze. Da kam ich dann nach langem Suchen auf die Idee, du, ich habe doch noch hier diese Wendeplatten, die haben zwei Löcher drin, die kann ich ganz einfach festschrauben, die sind scharf, da muss ich gar nichts dran machen. Und, was ist es? Ich habe so eine Wendeplatte genommen. Weil ich muss ja das Rad nicht neu erfinden und deswegen reicht dir jetzt erstmal so eine Wendeplatte. Endeffekt ist aber, dann brauchte ich ja noch so einen Holzkörper. Mit dem Holzkörper kam ich auf eine ganz, ganz lustige Idee. Und zwar, ich habe ganz einfach mir ein Stückchen Holz gesucht, habe das so aufgetrennt, dass ich zwei dünne Leisten habe und halt eine breitere Leiste in der Breite von meinem Wendemesser. So, die breite Leiste habe ich ganz einfach auf der Tischkreissäge unten in Längsrichtung ein Prisma reingeschnitten und nochmal auf der anderen Seite in Querrichtung ein Prisma reingeschnitten. Die Tiefen vom Prisma habe ich so bemessen, dass ich halt, sieht man's, eine kleine Öffnung habe. Einmal, wo er dann halt das Messer rausgucken kann und zum zweiten, wo er die Späne abführen kann. Dann habe ich ganz einfach, weil ich auch noch keine Verstellung haben wollte, das kommt dann nochmal irgendwann, wenn das Ding, ja, wenn er mir so gefällt, dann werde ich nochmal gucken, dass ich mir ein Metallverstellung baue. Aber so habe ich dann erstmal ganz einfach mit zwei Zylinderkopfschrauben das Messer festgeschraubt. Und wie er funktioniert, sehen wir jetzt. Hobelspäne kann er schon mal machen. Und so sieht das Ergebnis aus. Ich habe jetzt hier eine schöne kleine Phase von, was wird es sein? 2, 3, von sagen wir mal 3 mm. Wie ihr gesehen habt, Phasenhobel funktioniert so ganz, ganz grob. Er könnte natürlich eine Nummer schärfer sein, aber da gehe ich mal schwer von aus, wird es daran liegen, dass das Wendemesser vom Winkel her nicht steil genug ist, flacher sein muss. Das werde ich dann nochmal auch irgendwie alles ausprobieren. Und wenn ich dann halt die perfekte Lösung habe, dann baue ich mir auch einen mit Kameraunterstützung für YouTube, dass ihn jeder nachbauen kann. Ansonsten, wenn ihr jetzt irgendwelche Verbesserungsvorschläge habt oder wisst, warum er jetzt nicht so sauber schneidet oder noch eine ganz andere Idee habt, schreibt es mir unten in die Kommentare. Ansonsten wünsche ich euch jetzt noch weiterhin viel Spaß auf YouTube und bis die Tage.